What do I do with a boy like you? Like you? What do I do with you? What do I do with a boy like you? So, meine Lieben, wir sind wieder da, also beziehungsweise ich bin wieder da und ihr seid wieder da, um zuzuschauen. Schnell verließ ich mir Stella Nails Bioraum. Und, hast du mitgeschrieben? Aber ich bin mir sicher, du wirst das alles ja nicht so bald brauchen. Bist du etwa eifersüchtig, Amber? Ich? Eifersüchtig auf dich? Träum weiter. Der arme Lissander schien am Kurs der Delaney nicht besonders interessiert zu sein. Aber wir können es ihm auch übel nehmen. Du bist in der Hinsicht ja auch nicht gerade eine Inspiration. Sie geht mir auf die Nerven, aber ich lasse mich nicht auf ihr Spiel ein. Darauf wartet sie ja nur. Lass mich vorbei, Amber. Ich muss zum Unterricht. In den Geschichtsstunde setze ich mich allein in eine Ecke. Ein bisschen Ruhe tut jetzt gut. All das lässt mich darüber nachdenken, was ich eigentlich möchte. Würde ich gerne mit Lissander schlafen? Bin ich bereit dafür? Der Gedanke macht mich zugleich neugierig und ein bisschen ängstlich. Aber schließlich sind wir nun schon eine ganze Weile zusammen. Wenn das so weitergeht, muss ich mir diese Frage irgendwann ernsthaft stellen. Aber eines ist sicher, ich möchte mein erstes Mal mit keinem anderen als Lissander erleben. Lulu, sind Sie noch bei uns? Mist, man muss mir ansehen, dass ich mit den Gedanken woanders bin. Ja, und worüber sprachen wir gerade? Ich sah zur Tafel in der Hoffnung, dort einen Hinweis zu finden, aber da stand nur das Datum. Ich weiß es leider nicht. Über den Abschlussklausuren, über das aktuelle Kapitel. Und worum geht es darin? Um die Jahre des Wirtschaftswunders, glaube ich. Ja, aber das war nicht wirklich das, worüber ich geredet habe. Ich sprach gerade von der sexuellen Befreiung, die in den westlichen Ländern am Ende der 20er Jahre stattfand. Die sexuelle Befreiung, wie passend. Und mein Akku geht nicht. Ich muss hier mal kurz hier aufhören. In letzter Zeit geht mein Akku sehr schnell flöten wieder. Ich versuchte, das Gekicher der anderen zu ignorieren. Ich war sofort wieder in meinen Gedanken versunken. Endlich ist es vorbei. Ich muss nach diesen schrecklichen Schulstunden erstmal frische Luft schnappen gehen. Endlich ein bisschen Ruhe. Mir war selten etwas so angenehm wie diese letzten beiden Unterrichtsstunden. Ich setzte mich auf eine Bank im Schatten. Alles in Ordnung, Lulu? Ja, mir ist nur ein bisschen warm. Komisch, dieser Sexualkundekurs. Das kannst du laut sagen. Ich hätte nicht gedacht. Ich habe den Eindruck, das macht dir mehr zu schaffen, als es sollte. Nein. Hast du Angst davor? Warum lächelst du dabei? Ich bekomme kein Wort heraus. Ich möchte nicht dämlich wirken, aber ich möchte auch nicht sagen, was er vielleicht falsch verstehen könnte. Wir haben es nicht einig, weißt du? Sehr gut. Deine Worte sollten mich beruhigen, aber irgendwie, ich weiß selbst nicht, ob ich es einig habe oder nicht. Lissander nahm mich in den Arm, aber ich konnte mich nicht entspannen. Ich muss noch meine Bücher in den Spind bringen. Okay, wir sehen uns draußen. Ich stand auf und ging wieder ins Schulgebäude. Wir sind doch draußen. Nachdem ich meine Sachen im Spind verstaut hatte, ging ich zum Ausgang. Miss? Sie sagte, sie geht zum Ausgang. Ich traf auf Alexi, der auf dem Weg in die Bibliothek war. Hallo Alexi, du bist immer noch da? Ja, ich muss etwas im Internet nachsehen. Wegen Armins Strafe haben wir zu Hause immer noch kein Internet, deshalb nutze ich das Internet in der Bibliothek. Was suchst du denn? Infos über den einen Club, in den wir dieses Wochenende mit ihm gehen. Ich will mir ansehen, was das für ein Ort ist. Ah, macht ihr einen Ausflug unter Brüdern? Ja, und Kendin kommt auch mit. Sieht aus, als wäre Kendin immer dabei, wenn es darum geht, Armin zu treffen.
Ich frage mich, ob Alexi und Armin nicht manchmal lieber mit ihrem Bruder allein wären. Irgendwie ein komischer Ort für ein zweites Treffen, oder? Super, klingt cool. Und was macht ihr dort? Ja. Also, wir werden etwas trinken und vielleicht ein bisschen tanzen. Du musst mir danach berichten, wie es war. Das mache ich. Ich freue mich schon, Evan wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht können wir in Zukunft öfter mal etwas alle zusammen unternehmen. Warum nicht? Ich gehe dann mal. Schönes Wochenende, Lulu. Und mach keinen Unsinn mit den lieben Lissy. Sonst musst du mir leider danach alles genau erzählen. Lissy, ist das ein Ernst? Zwinkert die ihm zu, ohne zu antworten. Ja, auch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Ich sollte jetzt auch nach Hause gehen. Ich verließ die Schule. Ich war in Gedanken versunken. Das war wirklich ein merkwürdiger Schultag. Ich muss zugeben, es war sehr lustig, Miss Dennelly so verlegen zu sehen. Von allen Mitschülern angestarrt zu werden, war dagegen weniger lustig. Hätte es in der Klasse noch ein anderes Paar gegeben, hätte man mir sicher weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Aber wenigstens hat mich das nachdenklich gemacht. Ich kann nicht leugnen, dass mich der Gedanke an mein erstes Mal ziemlich nervös macht. Und gleichzeitig bin ich neugierig darauf. Ihr Sonder wird bei dem Thema genauso verklemmt wie ich. Ich fand ja jetzt nicht, dass er verklemmt war. Aber ich habe gemerkt, dass die Sache auch ihn beschäftigt. Ich frage mich, ob er schon mal... Hallo, wie geht es dir? Ich zuckte zusammen, als ich Evans kräftige Stimme hörte. Hallo, Evan. Entschuldige, ich habe dich gar nicht kommen hören. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Schließlich war ich es, der dich erschreckt hat. Sieht aus, als würdest du über etwas nachdenken. Störe ich? Nee, ein bisschen. Ich muss jetzt nach Hause. Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, dich zu sehen. Nein, nein, keine Sorge. Ich mich auch. Was machst du hier? Ich warte auf Alexi und Armin. Du hast sie nicht zufällig gesehen? Ich habe eben Alexi getroffen. Er wollte noch kurz in die Bibliothek. Er wird sicher gleich kommen. Gut, dann warte ich hier auf sie. Ich habe ihnen ein paar alte Sachen von mir mitgebracht. Alexi hat gesagt, er mag alles, was Vintage ist. Und Armin schien meine Superhelden-T-Shirts zu interessieren. Und was hast du mir mitgebracht? Ich bin sicher, sie werden sich freuen. Ah, du schenkst ihnen deinen alten Kram. Sehr nett. Haha, magst du Superhelden-T-Shirts? Ich weiß nicht, aber ich finde Männerkleidung immer sehr bequem. Das liegt sich sicher daran, dass sie oft beide Klamotten tragen, in denen man sich einwickeln kann. Stimmt, ich finde es süß, wenn Mädels Männersachen tragen. Es freut mich, solche Dinge mit meinen Brüdern zu teilen. Unser Wiedersehen kam so unerwartet. Ich bin nicht sicher, ob ich es schon ganz realisiert habe. Er wird gerührt, wenn er so von Alexi und Armin spricht. Ich nehme sie dieses Wochenende mit in einen Club, den ich gern mag. Der Club heißt Moondance. Kennst du ihn? Nein, nie gehört. Vielleicht hast du ja Lust, beim nächsten Mal mitzukommen. Du hast schließlich dazu beigetragen, dass ich meine Brüder wiedergefunden habe, und ich bin dir sehr dankbar dafür. Evan schenkte mir ein herzliches Lächeln. In dem Moment spürte ich, wie sich eine Hand um meine Hüften legte. Ist alles in Ordnung? Lysander küsste mich auf die Stirn und sah Evan misstrauisch an. Er war argwöhnisch. Ist er etwa eifersüchtig? Evan, das ist Lysander, mein Freund. Lysander, das ist Evan, der große Bruder von Alexi und Armin. Schön, dich kennenzulernen. Finde ich auch. Ich sehe, da kommen auch schon Alex und Armin. Bis bald, ihr beiden. Wir verabschiedeten uns und er ging weg. Er trug eine große Reisetasche über die Schulter. Er scheint ein sympathischer junger Mann zu sein. Du warst gerade noch vor 2 Sekunden eifersüchtig. Ja, er ist nett, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Ich bin schon gespannt, mehr über ihn zu erfahren. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Zu Alexi und Armin ist er jedenfalls wirklich nett. Es ist wirklich nett von dir, dass du ihnen geholfen hast, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Du bist eine echte Freundin. Fertig zog mich Lysander an sich und fuhr mit der Hand durch mein Haar. Bleibt es bei uns um ein Treffen morgen? Natürlich. Sehr gut, ich muss leider los. Kastin und ich wollten heute Abend zusammen proben. Bis morgen, Lysander. Wir küssten uns ein letztes Mal, dann ging ich. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Nach diesem anstrengenden Tag war ich auch froh, endlich heimgehen zu können. Achso, Lulu! Hallo, Rosa, was machst du denn hier? Ich war kurz bei Lay.
Er trug das Hemd, das ich ihm bei unserem Wochenende am Meer geschenkt habe. Oh, dann gefällt es ihm? Er liebt es. Und ich finde, er. Ja, er liebt es. Und ich finde, er sieht umwerfend damit aus. Aber nicht umwerfend genug, dass ich es ihm nicht am liebsten aufziehen würde. Haha, schon gut. So genau wollte ich das jetzt gar nicht wissen. Oh, Lulu, sei nicht so verklemmt. Ich dachte, das hättest du nach der heutigen Biostunde sicher abgelegt. Da ist was dran. Nochmal danke für eben. Wieso hast du dich eigentlich freiwillig für die Demonstration gemeldet? Diese Biostunde war sehr interessant. Ich wusste schon, dass die Delle nämlich für die Sache mit der Banane aussuchen würde. Wäre es wirklich so schlimm gewesen? Ich finde, in unserem Alter sollte es uns nicht mehr peinlich sein, über Kondome und ihre Verwendung zu sprechen. Und schon gar nicht bei einem Stück Obst. Du hast recht, aber mir wäre es trotzdem ziemlich unangenehm gewesen. Ich hatte schon vorher das Gefühl, dass alle mich komisch ansehen. Außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, so etwas vor Lysander zu machen. Du meinst bei Lysander? Oh, hör bloß auf! Was hast du denn? Was hast du denn am Wochenende vor? Außer ein Treffen mit Lysander morgen Nachmittag noch nicht. Warum? Wie wäre es mit einem kleinen Ausflug ins Einkaufszentrum morgen Vormittag? Bei dieser Hitze habe ich Lust, Klamotten für die Sommer zu kaufen. Ja, gerne. Eine kleine Shoppingtour würde mir auch gut tun. Ich brauche dir neue Unterwäsche. Oh, hat dich der Kurs heute inspiriert? Was? Nein! Das war ein Scherz. Reg dich ab. Cool, dann sehen wir uns morgen Vormittag. Einen schönen Abend, Süße. Dir auch. Als ich nach Hause kam, bereitete mein Vater gerade das Abendessen vor. Hallo, bist du aber früh zu Hause? Ich wollte ein bisschen Zeit mit meinen beiden tollen Frauen verbringen. Wie niedlich, er scheint gut gelaunt zu sein. Das riecht lecker, was kochst du denn? Oh, nichts Besonderes. Das wird ein grünes Curry. Das sieht sehr lecker aus, Papa. Ich bringe meine Sachen in mein Zimmer und bin gleich wieder da. Zuerst legte ich meine Sachen neben das Bett. Was für ein Tag. Ich bin froh, heute Abend ein bisschen Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Und das Gekicher meiner Mitschüler und Miss Delaney Vorführung. Nach dem Tag wirkt die Begegnung mit ihm irgendwie erfrischend. Er ist so weit weg von allem, der Schule, dem Klatsch und Tratsch. Ich freue mich für Alexi und Armin, dass die Suche nach ihren Wurzeln ihnen diese Begegnung beschert hat. Das grüne Curry meines Vaters riecht einfach köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Wirklich lecker, Philipp. Und genau richtig gewürzt. Freut mich, dass es euch schmeckt. Ich habe das Rezept von einer Thailand-Reise mitgebracht. Ich war dort mal, als ich sehr jung war. Ich wusste gar nicht, dass du mal in Thailand warst. Es gibt bestimmt vieles, was du nicht über unsere Jugend weißt, Lulu. Das ist auch gar nicht schlecht. Wir mussten lachen, dann wechselte meine Mutter das Thema. Wer ist denn heute in der Schule? Ich hoffe, sie lüften bei der Hitze gut den Klassenraum. Frag nicht immer so, als ob ich noch ein Kleinkind wäre. Du merkst doch, dass du sie damit kränkst, Lucia. Du merkst doch, dass du sie damit kränkst, Lucia. Er sah mich zärtlich an. Das erinnert mich daran, als du noch kleiner warst und dein Alter immer bis auf den Monat genau angegeben hast, um dich älter zu machen. Ich bin 8 Jahre und 6 Monate alt. Ich seufzte. Es nervt mich, wenn meine Eltern sich über mich lustig machen, sobald ich sie darum bitte, mich nicht wie ein Kleinkind zu behandeln. In der Schule war es heute sehr interessant. Wir hatten einen Sexualkundekurs. Papa erstickte beinahe an seinem Reis. Wirklich sehr interessant. Mama dagegen steckte in das Spiel ein. Ach ja, und was hast du gelernt? Also, wir haben über Verhütungsmittel gesprochen. Sehr interessant. Papa wirkte ziemlich verlegen. Er hatte sich am Reis verschluckt und hörte nicht auf zu husten. Es gab natürlich die berühmte Vorführung mit der Banane und dem Kondom. Sehr lehrreich. Was du nicht sagst und welche Verhütungsmethode ziehst du vor? Lucia. Was denn? Du solltest dich glücklich schätzen, dass die Schule unsere Tochter uns die Arbeit abnimmt. Ach, das war es, was ihr letztes meintet, die Sache, über die ihr mit mir reden wolltet. Ja, wir dachten, es wäre vielleicht an der Zeit, über das Thema zu sprechen, jetzt nachdem ich die Schule beendet habe. Diese Feiglinge. Und was meinst du? Ich meine, dass ich im Moment noch nicht darüber nachdenken muss. Ich kümmere mich darum, wenn es soweit ist. Papa wirkt erleichtert. Sehr gut.
Dann werden wir dich damit nicht weiter belästigen. Aber falls du Fragen oder Sorgen hast, kannst du damit jederzeit zu uns kommen. Zum Beispiel, wenn du deinen Termin beim Arzt machen möchtest, damit er dir ein Verhütungsmittel verschreibt. Papa verdreht verzweifelt die Augen. Ja, alles klar. Der Rest des Abends verlief ruhig. Ich fand es jedenfalls lustig, meine Eltern eine kleine Lektion erteilt und ihnen klarzumachen, dass ich kein Kleinkind mehr war. Endlich kann ich mich ausruhen gehen. Also die Susi stellt sich manchmal echt so an. Ich freue mich schon darauf, morgen mit Rosa ins Einkaufszentrum zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, Lisanna zu treffen. Bei all den Ereignissen hatten wir zuletzt nicht viel Zeit für uns. Während ich weiter meine Gedanken nachging, schlief ich schließlich ein. In dieser Nacht träumte ich zum ersten Mal davon, dass ich mit einem Jungen schlief. Leider war dieser Junge nicht mein Freund, sondern Evan. Als ich aufwachte, fühlte ich mich, als hätte ich etwas Schändliches getan. Ich eilte ins Badezimmer und ließ kaltes Wasser über mein Gesicht laufen. Ich sah mich in den Spiegel an und sprach zu mir selbst. Nie wieder. Nie wieder grünes Curry. Ja. Hallo Ludo, was machst du denn hier? Hallo Iris, ich treffe mich mit Rosa zum Shoppen und du? Ich fahre mit Thomas ins Einkaufszentrum. Hallo Ludo, schönes Wetter heute, oder? Hallo Thomas, dich habe ich aber gar nicht gesehen. Meine Mutter möchte, dass ich mit ihm Sportsachen kaufe. Ach, verstehe. Da kommt der Bus. $10 für die Busfahrt. Ich werde versuchen, Rosalia zu finden. Okay, wenn du möchtest, können wir uns später im Café treffen und noch eine Kleinigkeit zusammen essen. Gute Idee, dann bin ich später. Jetzt muss ich nur noch Rosa finden. Da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, ob du noch kommen würdest. Ich habe unterwegs Iris und Thomas getroffen. Wenn du möchtest, treffen wir sie später. Oh cool. Geht Iris besser, seit Charlotte die Schule gewechselt hat? Ich hatte in letzter Zeit keine richtige Gelegenheit, mit dir zu reden. Ja, es geht ihr viel besser. Sie ist jetzt wieder die kleine fröhliche Iris von früher, obwohl diese Geschichte sie sicher innerlich verändert hat. Ich hoffe, Charlotte hat unter dem Schulwechsel ordentlich gelitten. Das ist das Mindeste, was sie verdient hat. Ich ärgere mich trotzdem, dass ich sie nicht wirklich für all das bestraft wurde. Vielleicht habe Iris hätte besser aufpassen müssen. Glaubst du, wir werden sie eines Tages wiedersehen? Ich habe das Gefühl, ich habe ihr nicht deutlich genug gezeigt, wie sehr ich sie verachte. Ich wusste gar nicht, dass du so rachsüchtig bist. Ich muss zugeben, ich hätte ihr auch gerne eine kleine Lektion erteilt. Aber das ist jetzt erstmal nicht mehr unser Problem. Ja, du hast recht. Gut, hilfst du mir jetzt ein paar schöne Sommerkleider zu finden? Ja, lass uns gehen. Lulu, wenn wir diesen Laden nicht schleunigst verlassen, werde ich noch wieder schwach und kaufe etwas von dieser schönen Unterwäsche. Das ist bei dir wirklich eine Sucht. Ja, kann sein. Gut, lass uns gehen, sonst verliere ich noch die Kontrolle über mich. diese verrückte Rosa. Bei Clara sah ich Rosa ein paar bunte Ohrringe an. Die würden dir gut stehen. Danke, normalerweise mag ich keinen Modeschmuck, aber die Ohrringe, die gefallen mir wirklich gut. Rosalia legte die Ohrringe zurück an ihren Platz. Und? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich dafür kein Geld ausgeben. Rosa, die Ohrringe schenken nichts. Weißt du was? Ich schenke sie dir. Was? Nein, warum denn? Weil ich dir eine Freude machen möchte, ganz einfach. Oh, wie lieb von dir, danke. Ich lächelte Rosa zu und ging mit dem Schmuck zur Kasse. Die Ohrringe kosteten $15. Bezahlen. Wir hackten uns beieinander ein und verließen den Laden. Rosalia steckte die Ohrringe in die Tasche. Ich mache meinen Freunden gerne eine Freude, wenn ich dazu mal die Gelegenheit habe. Wenn man sich irgendwann im Spielzeuggeschäft wiederfindet, bedeutet das, dass man schon in allen anderen Läden war. Schade, ich habe nichts gefunden, das mir gefällt. Vielleicht haben noch nicht alle Geschäfte Sommerkollektion erhalten. Ja, vielleicht ist es dafür noch ein bisschen zu früh. Oh, das ist mir egal. Ich habe ein tolles Geschenk bekommen. Mein Blick fiel auf die Stofftiere. Ich bin mir sicher, so eins würde Viola gefallen. Wollen wir etwas essen gehen? Ich habe allmählich Hunger. Einverstanden.
Cool, ich schicke Iris eine Nachricht, um ihr zu sagen, wo wir sind. Rosa, Lulu, wir hier sind. Rosa, Lulu, hier sind wir. Hallo. Habt ihr alles gefunden, was ihr gesucht habt? Ja, wir haben neue Tennissachen für mich gekauft. Ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst. Gefällt es dir? Ja, sehr. Er spielt wirklich gut. Wir sehen ihm oft bei seinen Matches zu. Ich würde auch gerne mehr Sport treiben. Es ist eine Niete im Akrobatik bin, heißt nicht, dass ich auf keinen anderen Sportart gut sein kann, oder? Wir näherten uns der Snackbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Lust auf ein Eis. Ich glaube, ich nehme lieber etwas Salziges. Ich nehme nur etwas zu trinken. Selbst hier drin ist es zu heiß. Mal sehen, was soll ich nehmen? Ich nehme einen Crepe mit Schokolade, ich nehme ein Käsesandwich, ich nehme eine Limo. Die Crepe mit Schokolade kosten $5. Ich zahlte das an der Kasse. Wir setzen uns zu viert an einen Tisch. Das Zitroneneis ist wirklich lecker. Bei dieser Hitze, das glaube ich dir gern. Ja. Kenton und Eamon, was machen die denn hier? Eamon näherte sich unseren Tisch und deutete mit den Augen auf Rosalia. Wirklich süß, deine Freundin. Ich habe auch einen Namen. Und offensichtlich auch sehr Temperament. Ich mag die Art nicht, wie Eamon mit Rosa spricht. Und ihr scheint es auch nicht zu gefallen. Eamon, das ist Rosalia, meine beste Freundin. Darf ich auch dein Freund sein, Rosalia? Eamon legte den Arm um Rosas Schulter. Die schob ihn gleich wütend weg. Für wen hältst du dich, mich einfach anzufassen? Ich beschloss einzugreifen, bevor die Situation eskalierte. Eben, selbst wenn Rosa sich für dich interessiert würde und wenn sie nicht schon einen Freund hätte, war diese Anmache daneben. Was soll das, du Lackaffe? Hilflos beobachte Iris und Thomas das Geschehen. Schon gut, reg dich nicht auf. Eben hat dir nur ein Kompliment gemacht, Rosa. Das hat nichts mit einem Kompliment zu tun, wenn man so angemacht wird, Kenton. Bei diesen Worten warf mir Kenton einen wütenden Blick zu. Da ist etwas Gemeines an ihm, das ich bisher nicht kannte. Es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe mich wirklich dämlich verhalten. Komm, Eamon, wir hauen ab. Kenton warf Iris und Thomas einen verächtlichen Blick zu. Die stehen offenbar auf kleine Jungs. Aber das ist mein Bruder, du Idiot. Kenton und Eamon drehten sich nicht einmal mehr um. Eure Freunde scheinen ja echt intelligent zu sein. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Ich kenne Eamon nicht wirklich gut, aber bisher wirkt er immer sehr höflich. Und Kenton, ich habe ihn noch nie so gesehen. Wirklich merkwürdig. Ihr Verhalten hat mir jedenfalls den Appetit verdorben. Das kannst du laut sagen. Was für ein Idiot. Komisch, ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie eine krumme Sache planen. Wir sollten jetzt lieber gehen, Thomas. Alles klar, ein schönes Wochenende, ein schönes Wochenende, Ludo und Rosalia. Wir verabschieden uns von Thomas und Iris und blieben beide noch eine Weile nachdenklich. Rosa scheint sich unwohl zu fühlen. Geht es wieder? Ja, die Situation war nicht gerade angenehm, aber danke, dass du eingegriffen hast. Wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich ihm sicher eine gescheuert. Das hätte er auch verdient gehabt. Und Kenton auch. Gut, ich gehe dann mal nach Hause. Ich muss noch ein paar Hausaufgaben nachholen. Okay, bis Montag, Rosa. Ich werde mich auf den Weg in die Stadt machen, um dort Lysander zu treffen. Vielleicht komme ich durch das Treffen auf andere Gedanken. In Gedanken versunken verließ ich das Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, warum sich Eamon und Kenton so merkwürdig verhalten. Das mit Rosalia war mir wirklich unangenehm. Sie war ziemlich wütend. Von Thomas und Iris ganz zu schweigen. Der Ausflug ins Einkaufszentrum war nicht so schön wie gedacht. Ich stieg in den Bus. Ich werde einen kleinen Spaziergang durch die Stadt machen, bevor ich Lysander treffe. Ja, spazieren. Oh Gott.
An der nächsten Straßenecke stand ich plötzlich Ember gegenüber. Das ist doch nicht möglich. Selbst am Wochenende muss ich dir über den Weg laufen. Glaub ja nicht, dass ich mich freue. Ember ist noch aufgetakelter als sonst. Frag mich, wohin sie wohl so unterwegs ist. Das glotzt du so, suchst du Ärger. Nein. Umso besser, ich habe nämlich gerade überhaupt keine Zeit. Und jetzt geh mir aus dem Weg, ich muss zu meinem Casting. Da will ich dich nicht aufhalten. Ein Casting, das erklärt Embers Aufmachung. Ember eilte wie eine Furie davon und unterließ eine gewaltige Parfümwolke. Hä? Hey, hallo Pia, machst du einen Spaziergang? Könnte man so sagen. Wohin gehst du? Wartest du auf jemand? Kann ich ein Stück mit dir gehen? Es ist, ich bin unterwegs zu einer Verabredung. Tut mir leid. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht... Entschuldige, ich wollte nicht indiskret sein. Kein Problem, ich habe so etwas wie eine Art Date. Ist es jemand, den ich kenne? Oh, cool. Mit einem Mädchen oder mit einem Jungen? Ich wünsche dir viel Spaß. Hier wirkt ziemlich entspannt für jemanden, die zu einem Date unterwegs ist. Obwohl wir jetzt schon eine Weile zusammen sind, bin ich jedes Mal ein bisschen aufgeregt, wenn ich meinen Freund treffe. Ich sollte jetzt lieber gehen, sonst komme ich noch zu spät. Alles klar, einen schönen Nachmittag. Danke dir auch und ein schönes Wochenende. Gespräch beenden. Ich traf Lisandra zur verabredeten Uhrzeit vor einem Schallplattenladen. Na, da bist du ja. Komm mit, ich zeige dir mein Lieblingsgeschäft. Lisandra führte mich in den winzigen Laden voller Schallplatten. Die Verkäuferin grüßt uns, als wir den Laden betraten. Sie trug eine große schwarze Brille und hat ein hübsches Lächeln. Hallo Lisandra, du kommst dieses Mal nicht allein. Wen hast du mitgebracht? Das ist Lulu, meine Freundin. Freut mich, junge Dame. Mich auch. Ich folgte Lisandra in den hinteren Teil des Ladens. Die Verkäuferin wirkt sehr sympathisch. Wer, Olivia? Ja, sie ist sehr toll. Ist sie blind? Ja, sie hat mir sehr geholfen, als ich von der Krankheit meines Vaters erfahren habe. Ich komme oft hierher. Es entspannt mich, von all den alten Platten umgeben zu sein und von Bands, die es zum Teil nicht mehr gibt. Hier bin ich glücklich. Das ist ein komischer Ort, dieser Ort ähnelt dir ein bisschen. Es ist wirklich schön hier. Ja, dieser Ort ähnelt dir ein bisschen. Ach ja, warum? Er ist ruhig und geheimnisvoll. Und es gibt sicher viele verborgene Schätze. Du bist wirklich toll, weißt du das? Jedenfalls fühle ich mich an diesem Ort sehr wohl. Olivia lässt mich die Platten auf dem alten Plattenspieler anhören. Möchtest du vielleicht eine Platte aussuchen und sie mir geben? Ja, natürlich. Ich ging zwischen den Regalen hindurch und überflog die Etiketten. Indien, Mexiko, Senegal, es gibt hier Musik von überall. Nach einer Weile hatte ich eine Platte ausgesucht und reichte sie Lisandra. Eine englische Rockband, Radiohead. Eine argentinische Band, Gaiten Project. Eine kubanische Rap, Englisch. Weil für mich ist Lisandra so der typische Engländer. Und ich denke mal, mag ja mal Rock, oder? Eine gute, weil das ist einer meiner Lieblingsbands. Ich habe mir schon gedacht, dass das dein Stil ist. Es ist schön, mit jemandem zusammen zu sein, der denselben Geschmack hat. Die Musik erfüllte den Raum und wir lächelten uns an. Komm mit. Lisandra setzte sich auf ein kleines Vintage-Sofa und ließ mich neben ihm nieder. Er nahm mich in den Arm, während wir der Musik zuhörten. Er ließ seine Hand unter meinen T-Shirt gleiten und strich mir zärtlich über die nackte Schulter. Ich bekam bei der Berührung Gänsehaut, doch allmählich entspannte ich mich. Wir saßen lange so da und hörten der Musik zu. Ich erzähle Lisandra lieber nichts von meiner morgendlichen Begegnung mit Kendon und Evan. Manchmal muss man einfach den Moment genießen, ohne an den Rest zu denken. Es war nun schon beinahe dunkel. Ich muss jetzt nach Hause. Oh? Ja, gut. Ja. Ich muss jetzt nach Hause. Danke für diesen schönen Nachmittag. Ich danke dir.
freue mich, dass ich ihr diesen Ort zeigen konnte. Das bedeutet mir sehr viel. Wir küssten uns zum Abschied fertig und dann sah ich Lissander nach, als er wegging. Er gefällt mir wirklich sehr. Ich bin gerne mit ihm zusammen. Er hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Bei ihm vergesse ich meine Probleme. Gedankenverloren ging ich nach Hause. Ich spürte immer noch eine Hand auf meiner Haut. Lissander, I miss him. It's not fair. Der arme Lissander konnte bestimmt nicht so seine Träume ausbaden und so. Bestimmt auch Musiker werden. Als ich nach Hause kam, ging ich dem Abendessen mit meinen Eltern, in dem ich Kopfschmerzen vortäuschte. Ich legte mich mit meinem Buch auf mein Bett, aber es gelang mir nicht, mich zu konzentrieren. Der Tag hatte mit dem Verhalten von Kendon und Evan ziemlich schlecht angefangen, aber zum Glück hatte ich da noch einen tollen Nachmittag. Ich danke an Lissander und an seine Hand in meinen Nacken, als wir auf dem Sofa saßen. Ich denke an diese leise Musik, die unseren Nachmittag begleitete. Mit einer leichten Gänsehaut am ganzen Körper schlief ich ein. Am Sonntag verbrachte ich mit meinen Eltern. Ich fand sie in letzter Zeit ziemlich entspannt. Und vielleicht fühlte ich mich auch einfach wohler mit ihnen. Ich habe keine Neuigkeiten von Kendon, Evan, Armin oder Lexi und ihrem Ausflug ins Moondance erhalten. Am Montagmorgen war es mir wieder Zeit für die Schule. Ich bin mal gespannt, was die neue Woche so bringen wird. Schlimmer als die Geschichte mit der Banane kann es ja nicht werden, hoffe ich zumindest. Hab einen schönen Tag, mein Schatz. Danke, Mama, du auch. Ich weiß nicht mehr, welches Fach ich heute Morgen zuerst habe. Ich kann mir meinen Stundenplan noch immer nicht merken. Aber es ist ja auch Montag. Als ich in die Schule kam, überfiel mich Alexi und Armin. Lulu. Hallo, was ist denn los? Ihr wollt mit dir über etwas reden. Dann schießt mal los. Es geht um unseren Disco-Besuch am Samstag. Das war eine Katastrophe. Ja, das bringt es auf den Punkt. Aber warum? Ist es nicht gut gelaufen? Eher nicht. Evan hat uns mit diesem Club genommen. Ins Moondance. Er hatte nur vergessen, uns zu sagen, dass man in den Club erst ab 18 reinkommt. Ach, schön. So, waren wir nicht irgendwie 19, bevor wir hier das Dings beendet haben? Logik? Logik nirgendwo? Die Jahre sind vergangen, wir sind noch nicht 18. Und wir sind dann schon im Campusleben 23. Und Leute, 23 minus 4 ist 19. Das ist für mich über 18. 1 plus 18 macht 19. Und 23 minus 4 immer noch 19. Und hier sagt er jetzt, wir sind noch nicht mal 18. Oder irgendwie, dass man erst ab 18 da reinkommt. Also das schätze ich mal einfach, dass wir noch nicht 18 sind. So eine Kacke, ey. Immer diese Logik hier bei SA. Wir mussten uns heimlich in den Club schleichen und so tun, als würden wir volljährig werden. Aha. Du hättest Alexis Gesicht sehen sollen. Er sah aus, als hätte man ihn aufgefordert, jemanden umzubringen. Vor allem fühlen sich nicht alle wie Armin von der schwarzen Seite der Macht angezogen. Um genau zu sein, heißt es die dunkle Seite der Macht. Ich tue eben nicht gerade Dinge, die verboten sind. Ich fühle mich dann unwohl und das sieht man mir an. Du sahst aber auch nicht besser aus, Armin. Das lag daran, dass ich den Ort mies fand. So ein Innenclub mit lauter Musik und all den Zombies, die da herumhängen. Wie ein Betrunkener eben, ne? Das war stressiger als eine Partie Resident Evil. Mist, tut mir leid, dass es euch nicht gefallen hat. Und Kendon und Evan, waren die auch enttäuscht? Ach du Witze, die waren im siebten Himmel. Ja, die fühlten sich pudelwohl. Alexi und Armin wirkten wütend. Was ist denn passiert? Sagen wir so, wir haben eine Seite von Kendon und Evan entdeckt, die wir noch nicht kannten. Du kannst ihr die Wahrheit sagen, Alexi. Alexi sah mich verlegen an. Kurz gesagt, sie haben sich wie zwei Idioten aufgeführt. Sie haben gefeiert, aber auf ihre eigene Weise. Wie meinst du das?
Offenbar provoziert Steven gerne andere Typen, um sich als großer Macker aufzuspielen. Und Kenan stand hinter ihm und amüsierte sich. Wenn es sein musste, kam er ihm zur Hilfe. Beinahe wäre es ernst geworden. Evan und Kenan haben sich im Club nicht nur Freunde gemacht. Sie baten Evan, uns nach Hause zu bringen, bevor die Lage eskalierte. Wollt ihr damit sagen, sie hätten sich beinahe mit den anderen Bargästen geprügelt? Genau, verstehst du nun das Problem? Kenan und Evan halten sich für die Mitglieder des Fight Clubs. Alexi und Armin scheinen es ernst zu meinen. Ich glaube kaum, dass sie scherzen. Fällt mir zwar schwer zu glauben, dass Kenan so etwas tut, aber es scheint das da wirklich ein Problem zu geben. Bestimmt hat Evan einen schlechten Einfluss auf Kenan. Das haben wir uns auch gesagt. Ich bin wirklich enttäuscht von ihnen. Ich dachte nicht, dass Evan zu denen gehört, die sich um jeden Preis etwas beweisen müssen. Und ich erst nicht, dass Kenan dieses Spiel mitgespielt würde. Wahrscheinlich noch die Nachwirkung der Militärschule. Wenn ich so darüber nachdenke. Ich erzählte Alexi und Armin, was am Samstag im Einkaufszentrum passiert war. Dann beschränkt sich ihr dämliches Verhalten also nicht nur auf die Clubabende. Nicht sehr beruhigend. Wir trauen uns nicht wirklich, Evan darauf anzusprechen. Wir wollen nicht, dass da unser Verhältnis beeinträchtigt, wo wir uns doch gerade erst wiedergefunden haben. Aber es war Kenan immer wichtig, was du von ihm denkst. Vielleicht kannst du versuchen, mit ihm zu reden, um ihm die Augen zu öffnen. Er ist ziemlich distanziert, seit ich mit Lissandra zusammen bin. Du solltest trotzdem versuchen. Ich bin mir sicher, deine Meinung ist Kenan sehr wichtig. Okay, ich werde versuchen, ihn zu finden und mit ihm über die Sache zu reden. Halt uns auf dem Laufenden. Die beiden gingen weg und ich sah ihn nach. Gut, ich weiß, was zu tun ist. Mission Kenan aktiviert. Gut, dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut, bevor ich mit Kenan laber. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.